Seit ihr Vater vor 2 Jahren an Demenz erkrankt ist, kümmert sich Dina Arends liebevoll um ihn. Den Rentner gegen seinen Willen in ein Pflegeheim abzuschieben, kommt für sie nicht in Frage. Leider sieht das ihre Schwester Marianne etwas anders. Ihr Verhältnis zum Vater ist eher unterkühlt. Heute wollen die Schwestern ihren Vater gemeinsam besuchen. Boah! Was ist hier los? Papa! Was weint denn hier? Papa! Was ist denn hier los? Nee, von hier kommt es nicht. Das muss aus der Küche kommen. Papa! Geh mal hoch. Papa, was machst du denn? Hallo, geht's dir gut? Papa! Was ist denn los? Oh mein Gott! Oh, das gibt's. Oh, Papa, jetzt reicht's. Was machst du denn? Hast du irgendwas vergessen? Nein. Mensch, Papa, was ist denn los? Wir hatten eine Lasagne im Backofen vergessen. Deswegen stinkt das hier so. Was, Marianne? Was? Papa, ich bin's. Erkennst du mich nicht wieder? Ich bin deine Tochter. Guck mal, wie weit seine Demenz schon vorangeschritten ist. So ein Schwachsinn. Und du lässt ihn hier noch alleine. Ja. Mach mal die Fenster auf. Geht ja gar nicht. Mann, was machst du denn für Sachen? Übrigens, worüber ich noch mit dir reden wollte. Ich habe übrigens einen Platz im Heim für ihn. Bitte was? Ja, und da ist im gestern. Heim? Da ist gestern übrigens auch ein Platz frei geworden. Was fällt dir eigentlich ein? Sogar, du warst seit Monaten nicht hier. Du kannst ihn nicht einfach ins Heim stecken. Sogar in der Demenzgruppe. Du spinnst doch. Nix mit Demenzgruppe. Er hat mal ab und zu ein paar kleine Ausfälle. Sonst ist alles in bester Ordnung, Marianne. Streitet ich habe euch die nicht. Vollmacht. Und wenn ich sage, dass er ins Heim geht, dann geht er ins Heim. Er geht nicht. Mama, Papa, was machst du denn da? Papa! Papa, du kannst ihn nicht mehr alleine lassen, Dina. Papa, komm. Er ist eine Gefahr für alle. Komm mal wieder zurück. Nimm doch endlich Decke. Mal ein. Er ist keine Gefahr, Marianne. Du übertreibst maßlos. Ich habe ihn da jetzt angemeldet. Meine Entscheidung steht fest. Du hast überhaupt nichts zu entscheiden. Ich habe die Vollmacht. Und wenn ich sage, dass er ins Heim geht, geht er ins Heim. Die Sache ist beschlossen. Ich packe schon mal die Sachen. Und dann können wir einfach. Du hast doch nicht alle Tassen im Schrank. Papa war immer für uns da. Besonders als Mama gestorben ist. Und jetzt ist es ja wohl das Mindeste, dass wir uns um ihn kümmern. Er kann nicht ins Heim. Und ich werde mit allen Mitteln dagegen kämpfen. And we're gonna lay it down, down. Nach diesem Vorfall reicht es Marianne endgültig. Für sie steht fest, der Vater ist eine Gefahr für sich und andere und muss ins Heim. Dina ist entsetzt über diese Entscheidung und will sie mit allen Mitteln verhindern. Verzweifelt bittet sie Rechtsanwalt Floristan Gödings um Hilfe. Oh gut, ich kann eigentlich direkt schon wieder gehen. Meine Entscheidung steht nämlich fest. Ja, das ist ja schön, dass Ihre Entscheidung feststeht, aber kann man das nicht irgendwie gemeinschaftlich, so Sie und Ihre Schwester entscheiden, bevor Sie das jetzt mit Ihrem eigenen Willen abschieben? Weil ich nämlich die Entscheidungsvollmacht habe über Papa. Ja, aber du entscheidest nicht für dich, du entscheidest für ihn und er möchte dich ins Heim. Ja, guck ihn dir doch mal an, da krieg ich doch sowieso nichts mehr mit. Marianne, also, hör jetzt auf, es reicht. Gib mir die Jacke. Nein! Ja. Wenn Sie ja auch nicht kooperativ sein wollen, dann würde ich wenigstens gerne mal die Vollmacht anschauen. Ja? Die Vollmacht anschauen, ich weiß, dass ich eine habe. Ja, große Worte, nichts dahinter, trotzdem würden wir die gerne sehen. Es geht wohl auch darum, ob sie wirksam ist. Sie ist wirksam. Ja, das müssen wir mal schauen, ja? Glauben. Dann hätte nämlich Ihr Vater zum einen hätte dann geschäftsfähig sein müssen. Ja, und dann hätte die auch noch richtig ausgefüllt werden müssen. Und dann hätte auch noch der Aufenthalt Heimerlaubnis auch noch mit eingetragen werden. Papa, komm, das weiß man doch alles gar nicht. Komm her, steh auf. Los, steh auf. Also Frau Arendt, sagen Sie mal, das ist hier ziemlich egoistisch, was Sie hier machen. Ja? Das geht ja eigentlich gar nicht. Das ist nicht egoistisch, das weil ich nämlich egoistisch. Die Vollmacht habe für uns. Ja, aber ich entscheide gegen meinen Willen. Ich entscheide hier für uns alle, weil es für uns alle das Beste ist. Nein, das tust du nicht. Jetzt, zack, das tun Sie wirklich nicht. Sie sind guck ihn dir doch an. Ja? Papa! Marianne, stopp! Falls du uns suchst, wir sind im Seniorenheim. Altreptor, du kannst ihn dort gerne besuchen. Mann, Herr Gödings, was machen wir denn jetzt? Wir müssen irgendwas machen. Frau Arendt, beruhigen Sie sich erstmal. Das hilft so nicht. Wir machen das ganz sachlich. Sie ziehen sich jetzt was an und dann fahren wir da hinterher. Wir wissen ja jetzt, aber dann schnell. Genau, dann nehmen Sie Ihre Jacke, ziehen Sie sich an. Und dann fahren wir da hinterher. Wir haben es ja gehört, Altreptor, das kriegen wir hier mal auch draußen. Rechtsanwalt Gödings zögert keine Sekunde und fährt mit seiner Mandantin sofort der Schwester hinterher. Er hofft, Marianne umstimmen zu können. Um die Situation besser einschätzen zu können, erkundigt sich der Anwalt während der Fahrt über die familiären Verhältnisse. Haben Sie sich denn die Vollmacht mal zeigen lassen? Nein, weil es gab ja nie irgendeinen Anlass dafür. Naja, also der Anlass wäre eben, um zu schauen, ob die wirksam ist oder nicht wirksam ist. Und das ist wiederum wichtig, weil man natürlich rein theoretisch zumindest auch vor Gericht
eine gesetzliche Betreuungsvollmacht beantragen kann. Allerdings muss ich auch sagen, das ist hier im vorliegenden Fall eher schwierig. Wie jetzt gesetzliche Betreuungsvollmacht? Also, Ihre Schwester hat eine vertragliche Vollmacht, die hat ja ihr Vater ausgestellt. Und vor Gericht kann man eben noch eine gesetzliche beantragen. Das bedeutet, die bestehen nebeneinander, unabhängig voneinander. Allerdings geht die vertragliche immer der gesetzlichen vor. Ja, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann wir sagen dem Gericht das einfach nicht. Die wissen das dann nicht. Und dann kriege ich die gesetzliche Vollmacht. Und dann ist doch alles gut, dann können wir ihn da rausholen. Ja, ja, ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen, Frau Ahrens. Aber ich sage Ihnen gleich, das kommt irgendwann raus, zwangsläufig. Das sollten wir nicht machen. Davon abgesehen, dass sowas vielleicht sogar noch strafbar sein dürfte im Ergebnis. Ja, aber Zeit haben wir nicht und er muss da raus. Er kann nicht in diesem Heim bleiben. Ja, ich verstehe hier, dass Sie natürlich hier emotional natürlich stark angeschlagen sind. Das ist natürlich auch eine Extremsituation für Sie, das verstehe ich schon. Allerdings sollten wir hier auch Ruhe bewahren. Und ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Lage so anschaue, wir haben hier tatsächlich keine guten Karten am Anfang. Ja, super. Weil, ja, aber das, man muss mal kurz auch am Anfang auch ehrlich sein, Frau Ahrens. Ja? Also das ist halt nun mal so, wir haben keine guten Karten. Das liegt daran, dass die Vollmacht besteht, es sei denn, sie ist unwirksam. Da schauen wir ja gleich mal drauf, wenn uns Ihre Schwester das erlaubt. Und zum anderen sind Sie eben noch sehr jung. Das dürfen Sie ja nicht vergessen. Sie sind sehr jung und da ist es eben schwierig, da auch die Betreuung zu übernehmen. Ja, ich bin vielleicht jung, aber ich kann die Verantwortung tragen und ich will sie auch tragen. Das verstehe ich, Frau Ahrens, dass Sie das wollen. Die Frage ist aber, ob Sie das auch können. Allerdings ist es auch so, wir haben noch einen großen Pluspunkt auf unserer Seite. Und das ist nämlich der Umstand, den Sie mir ja vorher erläutert haben, dass Ihre Schwester ja ganz offensichtlich entgegen den Interessen ihres Vaters handelt. Und das ist nicht rechtens. Hey, Sister. Für den Anwalt steht nun fest, dass Marianne Ahrens gegen den Willen des Vaters handelt. Das will er nicht zulassen. Die beiden kommen gerade noch rechtzeitig am Heim an, um mitzuerleben, wie der verzweifelt wirkende Stefan von Marianne und einem Pfleger regelrecht ins Heim gezerrt wird. Papa ist bei klarem Verstand. Hört auf, natürlich. Er möchte hier nicht sein. Wir passen ja gut auf ihn auf. Du wirst es schon sehen. Ja, wir sind immer für dich da, Papa. Immer. Er möchte nicht, sehen Sie doch. Frau Ahrens, ganz kurz bitte sehen, auf ein Wort. Dass er es nicht möchte. Ahrens, ganz kurz auf ein Wort. Lassen Sie Ihrem Vater doch ganz kurz eine Minute oder zwei. Sie sehen doch, wie ängstlich er ist. Ich möchte einfach nur nicht, dass Dina ihm falsche Hoffnung vorspielt. Er bleibt hier im Heim, für immer. Können Sie das wirklich noch mal überdenken, ob wirklich das Heim die letzte Lösung sein muss? Ich meine, Sie sehen doch, wie es ihm damit geht, Frau Ahrens. Ich möchte jetzt auch nicht als die Böse abgestempelt werden. Sie kennen meine Familie nicht. Ja, aber Frau Ahrens, dann geben Sie mir doch eine Chance. Dann erklären Sie mir doch, warum Sie Ihren Vater gegen sein Willen. Ich möchte eigentlich gar nicht mit Ihnen diskutieren. Sie müssen aber mit mir diskutieren. Sie sind die Betreuerin und Sie müssen sich an die Pflichten halten. Sie müssen im Willen Ihres Vaters handeln. Und wenn Sie das nicht tun, werde ich die anfechten. Oh, das werden Sie schon sehen. Kommen Sie, Frau Ahrens, lassen Sie uns gehen. Wir können jetzt gerade nichts mehr machen im Moment. Ja? Das kriegen wir auf jeden Fall zusammen hin. Ja? Auch wenn es ganz er soll hier nicht bleiben. Nein, er soll ja nicht leiden. Wir werden das zusammen machen, Frau Ahrens, ja? Also die Entscheidung von Frau Ahrens werde ich unter gar keinen Gesichtspunkt dulden. Jeder Mensch, egal ob er körperliche oder geistige Gebrechen hat, hat Rechte. Und für die Rechte von Herrn Ahrens werde ich eintreten. Nach dem Eklat im Pflegeheim ist für den Anwalt eines klar. Hier werden die Rechte von Stefan Ahrens mit Füßen getreten. Um über Alternativen zum Pflegeheim aufzuklären, besucht Floristan Gödings kurz darauf Dina und ihren Freund Jan zu Hause. Okay, stopp. Mir geht das gerade echt zu schnell. Ich meine, erst soll Stefan hier einziehen und jetzt soll ich noch alles umbauen? Tja, sehen Sie, das wäre eigentlich schon das Richtige. Ne? Weil, ich sag mal, wie es ist. Es muss hier tatsächlich so eingerichtet werden, dass Ihr Vater natürlich den Alltag auch alleine übersteht. Ja, das ist schon der wichtigste Aspekt bei den Umbaumaßnahmen. Und deswegen ist halt die Frage auch so wichtig, welche Pflegestufe er hat. Ne? Ja, er hat Pflegestufe 0. Das bedeutet halt Heimnotwendigkeit mit so eingeschränkter Alltagskompetenz. Ja. Aber diese Pflegestufe hatte er schon immer. Und Marianne hat sonst halt auch nicht gestört. Also kann ich mich einfach um ihn kümmern. Also ja. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Also ich denke auch, dass die Pflegestufe wahrscheinlich noch mal neu eingestuft wird und werde ich mich aber auf jeden Fall noch mal erkundigen. Sagen Sie, wollen Sie was trinken? Tee, Wasser oder irgendwas? Ja, ich würde Wasser nehmen, aber ich wollte Ihnen noch ganz kurz mit auf den Weg geben. Ja? Okay. Also das dürfen Sie nicht vergessen. Sie wollen das Ihren Vater pflegen, das finde ich sehr gut. Allerdings ist das eine ganz große Aufgabe, die auf Sie zukommt, denn Ihr Vater ist nun mal demenzkrank. Er wird immer vergesslicher
und natürlich auch immer pflegebedürftiger. Ja, aber ich habe mich seit dem Anfang seiner Demenzerkrankung mit ihm gekümmert und ich schaffe das auch jetzt. Also Tina, warte mal bitte, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ganz ehrlich, ich meine, wir wohnen hier schon zu zweit und das Ganze ist total eng. Guck dich noch mal um. Wo willst du denn deinen Vater bitte noch hier unterbringen? Ja, beruhig dich doch erst mal. Wie stellst du das dann bitte alles vor? Wir gehen beide arbeiten. Wir sind von morgens bis abends, sind wir außer Haus. Und wer soll sich dann um den Vater kümmern, bitte? Ja, Jan, erstens habe ich schon mal einen Pflegekurs besucht. Pflegekurs? Ja, ich kann mich um ihn kümmern. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Sei doch bitte nicht so naiv. Wie willst du das denn bitte anstellen? Also Moment, wenn ich da ganz kurz was sagen darf. Es gibt natürlich Möglichkeiten für sowas. Ja? Wir haben hier natürlich die Gruppentherapie für Demenzkranke. Wir haben Familienpflege und auch sonstige Betreuungsangebote. Ja, und was Sie jetzt angeht, ich weiß, Herr Siebert, dass es für Sie natürlich ein tiefer Schlag ist. Da müssen Sie es erst mal sacken lassen. Das verstehe ich natürlich. Sie müssen in der Nacht vielleicht auch zwei drüber schlafen. Machen Sie das und dann besprechen Sie das zusammen, wie Sie hier vorgehen wollen, wie Sie hier die Pflege für Ihren Vater gestalten wollen. Und in der Zwischenzeit erkundige ich mich nochmal nach der Pflegestufe und werde natürlich auch Klage einreichen, weil wir eben noch wissen müssen, ob diese Vollmacht wirksam ist. Ja, aber wie lange dauert dann sowas? Nun, das dauert natürlich schon ein paar Monate, bis das eben soweit ist. Aber ich werde Ihre Schwester dann nochmal unter einer Wochenfrist auffordern, hier die Vollmacht vorzulegen, damit sie auch merkt, dass das wirklich ernst ist. Ja? Dann melde ich mich, wenn ich Neuigkeiten habe. Danke, ich bringe Sie noch raus. Super. Auf Wiedersehen. Mann, Jan, hast du es dir nicht noch mal überlegt? Na, da gibt's nichts zu überlegen. Krieg das in deinen Kopf rein, okay? Ich liebe Jan wirklich, aber wenn er nicht mitzieht, dann muss ich halt allein um Papa kämpfen. Things we lost to the flood. Dina und Jan konnten sich nicht über die Pflege des Papas einigen. Anwalt Floristan Gödings erfährt, dass Stefans Gesundheitszustand von einem Gutachter der Krankenkasse neu eingestuft wird. Der Erkrankte bekommt die Pflegestufe 1, die aber deckt keinesfalls die Kosten der Heimunterbringung. Mach dir mal keine Sorgen ums Geld. Ich verkaufe einfach Papas Haus. Ich habe sogar schon einen Käufer gefunden. Und bis dahin ist Papa sowieso gestorben. Du hast einen Käufer für sein Haus gefunden? Sag mal, was hält dir eigentlich ein? Ja, wie respektlos reden Sie eigentlich über Ihren Vater? Es geht doch nicht um Ihre Bedürfnisse, es geht um die Bedürfnisse Ihres Vaters. Ich bin die Betreuerin und wenn ich möchte, dass er im Haus bleibt, im Heim bleibt, dann ist das so. Und ich habe hier sogar eine Kopie der Vollmacht mitgebracht. Und das habe ich von meinem Anwalt überprüfen lassen. Können Sie selber auch überprüfen. Ich bin die Betreuerin. Ich werde auf jeden Fall schauen, ob die wirksam ist oder nicht. Aber selbst wenn sie wirksam ist, werden wir die anfechten, weil Sie handeln hier evident gegen die Interessen Ihres eigenen Vaters. Sie ist wirksam, können Sie gerne überprüfen. Das werde ich auch wirklich überprüfen. Was fällt hier eigentlich ein, Marianne? Entschuldigung, ein bisschen Kontenance bewahren. Ihr Vater sitzt noch hier drüben. Dina, du bist 21 Jahre alt. Du weißt gar nicht, was auf dich zukommt. Ich weiß ganz genau, was auf mich zukommt. Du hast keine Ahnung. Du wirst es mir später danken. Ich kann einfach nicht fassen, was du hier machst. Zeigen Sie noch mal ganz kurz die Vollmacht. Ja. Also, wie ich das hier so sehe, und das tut mir wirklich leid, dass ich Ihnen das mitteilen muss, aber die scheint wohl erstmal wirklich. Ja, aber es kann doch nicht sein. Wir müssen doch irgendwas machen können. Ja, wir können sie natürlich anfechten, aber das dauert natürlich eine Zeit. Wissen Sie was? Ich schlage vor. Ich schaue mir nochmal die Unterlagen von Ihrem Vater an. Ich meine, vielleicht haben wir ja irgendwas übersehen. Na gut, okay. Ich gebe Ihnen jetzt die Schlüssel zum Haus. Sie fahren schon mal vor. Und ich muss noch was erledigen. Und wir sehen uns dann nachher, okay? Okay, bis nachher. So, es reicht mir jetzt. Ich werde jetzt vor Gericht ziehen. Es ist mir egal, dass Marianne diese Vollmacht hat. Ich werde jetzt eine beantragen und ich werde einfach niemandem sagen, dass sie die Vollmacht hat. Ich werde Papa da rausholen. Dina Ahrens ist entschlossener denn je, ihren Vater aus dem Heim zu holen. Ohne Wissen ihres Anwalts beantragt die 21-Jährige mündlich bei Gericht die Betreuung für ihren Vater. Anschließend macht sie sich auf den Weg, um gemeinsam mit Rechtsanwalt Gödings nach den erforderlichen Unterlagen zu suchen. Ja, Frau Ahrens. Ich wusste nicht, ob Sie lieber süß oder was anderes essen. Ja, das wäre schon okay. Immer mal was ganz anderes. Ich habe hier was gefunden und ich weiß nicht, ob Sie da schon Kenntnis davon haben. Okay. Und zwar ist es ein Brief, den Ihr Vater vor 20 Jahren an seinen damaligen Anwalt geschickt hat. Und da steht ganz offensichtlich drin, dass Sie wohl nicht die leibliche Tochter sind. Gut, also das muss für Sie natürlich echt schlimm sein. Aber das kann nicht sein. Es ist ja auch noch nicht 100%. Wir müssen das noch mal nachhaken. Wir müssen noch mal mit Ihrem Vater sprechen, wenn der nun aufgrund seiner Verfassung nicht mehr antworten kann. Oder nicht mehr richtig Rede stehen kann, dann müssen wir ein Abstammungsgutachten machen. Ja, aber seine Verfassung ist mir egal. Wenn er mich die ganzen Jahre angelogen hat, was mache ich denn? Dann bringt alles nichts. Ich
ich verstehe, dass Sie aufgebracht sind, aber vielleicht setzen Sie sich erstmal und beruhigen Sie sich. Ich kann mich jetzt nicht beruhigen, ich muss jetzt weg. Ist mir jetzt alles scheißegal. Wenn ich nicht Papas leibliche Tochter bin, dann kann ich nicht mehr und dann kämpfe ich auch nicht mehr für ihn. No, you don't wanna know this kind of love. No, you don't wanna. Nach dieser schockierenden Nachricht ist Dina fix und fertig. Sie stellt ihre Beziehung zu ihrem Vater komplett in Frage. Direkt am nächsten Tag fährt sie ins Heim und verlangt von ihm eine Erklärung. Papa, ich muss mit dir reden. Dina, mein Schatz. Du hast mich angelogen, 20 Jahre lang. Dina, Schatz. Nicht schön, Dina, dass Schatz. Du da bist. Was ist denn los? Mann. Warum bist du denn so böse? Ich hab den Brief gesehen. Was für ein Brief? Den Brief, den du damals aufgesetzt hast. Ich bin nicht dein leibliches Kind. Das stimmt nicht. Lüg mich jetzt nicht nochmal an. Weißt du was? Ich zeig dir den Brief. Mann, jetzt habe ich ihn vergessen. Dann hole ich den jetzt von zu Hause. Dina, bleib hier. Bitte. Komm, was bleib hier? Willst du mir jetzt mal die Wahrheit sagen, ja, oder komm, was? Ja, setz dich hier hin. Können wir ein bisschen sprechen. Warum hast du mir 20 Jahre lang nichts gesagt? Ja, das gibt diesen Brief, den habe ich geschrieben. Deine Mutter hatte damals eine kurze heimliche Affäre. Daraus bist du entstanden. Lass mich. Und ja, und warum hast du dich nicht einfach scheiden lassen? Ich wollte auch weggehen. Aber deine Mutter hat um mich gekämpft wie eine Löwin. Weißt du, ob ich dein biologischer Vater bin oder nicht, ist vollkommen egal. Natürlich, irgendwo draußen, da gibt's einen Mann, und der ist mein Vater. Nein, du bist nicht mein Vater. Du bist und bleibst meine Tochter. Glaub mir das. Ich kann mir das bitte alles nicht mehr anhören. Ich habe keine Dina. Lust mehr. Nein. Bitte, bleib hier. Oh. Warte, ist nicht so schlimm. Ich mach das schon schlimm. Was ist denn hier heute? Das war doch meine Tochter. Ehrlich gesagt, nach allem, was hier gerade passiert ist, weiß ich nicht mehr, ob ich die Betreuung dann noch übernehmen will. Ich weiß einfach nichts mehr. Ich hätte das alles viel eher schon sagen müssen. Warum habe ich das nur so spät gesagt? Das wäre mir vielleicht alles nicht passiert. Aber Dina ist doch meine Tochter. Ich hab sie doch lieb. Nach Stefans Beichte irrt Dina ziellos umher. Fassungslos denkt sie immer wieder über die Worte des Rentners nach. Ihr Leben scheint eine einzige große Lüge zu sein. Nachdem ihr Anwalt mehrmals vergeblich versucht hat, Dina zu erreichen, macht er sich mit Jan auf die Suche nach ihr. Na, was machst du? Mein Gott, weißt du, wie lange wir dich gesucht haben? Ich hab mir Todesängste hatte ich. Ja. Ja, Sie können sich doch denken, dass Sie uns Sorgen um Sie machen. Komm jetzt mal her. Ja, ich mein, es tut mir auch leid. Ich wollte Ihnen nicht die Sorgen machen, aber ich war so durcheinander. Ich musste mir irgendwie erst mal über alles im Klaren werden. Ich meine, wir haben auch noch angerufen im Altersheim. Da hieß es, dass Sie bei Ihrem Vater gewesen sind. Was kam denn da? Ja, ich war auch bei meinem Vater. Hallo. Und Entschuldigung, kann ich noch was bringen vielleicht? Ja, ich würde einen Cappuccino nehmen. Ja, nehme ich das Gleiche, danke. Ja, ich war auch bei meinem Vater und er hat zugegeben, dass alles, was in dem Brief steht, stimmt. Also, er ist nicht mein leiblicher Vater. Er ist nicht dein leiblicher Vater? Nee. Gut, wie geht's Ihnen jetzt damit? Ja, ich meine, die Situation ist natürlich nicht einfach. Und ich bin auch immer noch stinksauer, weil er mich 20 Jahre lang angelogen hat. Aber er hat sich ja nun auch trotzdem 20 Jahre um mich gekümmert, wie um sein eigenes Kind. Und er bleibt einfach mein Vater. Ja, okay. Denn, Dina, es tut mir leid. Ich habe mich benommen wie so ein Egoman. Ich habe nur an mich gedacht. Ich meine, wir haben so viel schon durchgemacht und klar unterstütze ich dich dann. Ja? Danke. Ja, also ich finde es wirklich schön, wie gut Sie beide sich hier verstehen. Ja. Mhm. Dankeschön. Ja, nur eins müssen Sie eben wissen, ja, dass eben auch alle Dritten hier nicht mitbekommen dürfen, dass Sie die leibliche Tochter sind. Warum denn nicht? Es hängt damit zusammen, dass wenn das nämlich rauskommt, dass es Ihre Chancen schmälern würde für die Betreuung. Das liegt doch zum einen daran, dass man denken könnte, dass Sie sich an Ihrem Vater rächen wollen. Und zum anderen auch, dass Sie vielleicht eventuell nicht vertrauensbewusst sind. Ich muss mal ganz kurz, Entschuldigung. Ja.
Hallo? Ja. Ja? Ja, super. Okay, bis dann. Ja, tschüss. Tschüss. Was war los? Was war wichtig? Nee, nichts Wichtiges. Also, ich habe nur morgen Arzttermin und der wollte noch mal Bescheid sagen. Arzttermin? Ja. Also, ich würde dann einfach ganz gern morgen noch mal mit Ihrem Vater sprechen wegen der weiteren Heimunterbringung. Ist das denn möglich? Können wir da morgen hin? Morgen ist schlecht. Der hat einen Ausflug und dann ist er immer auch ein bisschen kaputt. Also aber Sie wissen doch, dass das wichtig ist. Ja, aber wir machen das einfach irgendwann die Tage. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Aha. Ja, okay. Gut. Also dann vielleicht, ich würde sagen, jetzt trinken wir auf alle Fälle unseren Kaffee. Und dann, ich kann Sie daheim, nach Hause bringen, wenn Sie wollen. Ja, oh ja, bitte. Ja? Ja. Na gut. Morgen früh kommt der Richter endlich ins Seniorenheim. Und ich weiß, es ist doof, der Anwalt darf davon nichts wissen, aber ich muss irgendwas tun, um meinen Vater da rauszuholen. Zunächst kann es meiner Mandantin nicht schnell genug gehen, damit sie ihren Vater aus dem Heim bekommt. Und dann vertröstet sie mich auf einen anderen Tag. Also das klingt für mich schon sehr merkwürdig. Und ich werde auf jeden Fall morgen ins Heim gehen, um mit Herrn Ahrens zu sprechen.